Ja, Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, ich möchte mich bei der Linken bedanken dafür, dass sie das Thema noch mal auf die Tagesordnung gesetzt hat, denn ich glaube, es ist ein wichtiges Thema, das zu diskutieren und auch in den Details zu diskutieren, wie man wirklich dafür sorgen kann, dass ein gesundes und bezahlbares Essen bei allen Kindern ankommt, noch einige Debatten wert sein wird. Und ich möchte in der Tat noch ein Wort zu der Bedeutung sagen, weil ich das Gefühl habe, dass doch viele in den Debatten denken, es wäre eine Luxusdebatte oder es ginge nur um Kalorienaufnahme. Es geht aus unserer Sicht um weit mehr. Es geht zum einen schon auf engerer schulischer Sicht darum, dass an so einem Ganztag, den die Kinder auch aufnahmefähig durchstehen sollen, einfach auch eine gesunde Nahrungsaufnahme notwendig ist, für die Gesundheit, auch für die Konzentrationsfähigkeit und so weiter. Wir denken, dass man in diesem Sinne aber auch grundsätzlich im Ganztag noch mal konzeptioneller integrieren sollte, was heißt denn Mittagessen, was bedeutet das Schulessen da? Und es kann nicht nur ein Pausenfüller sein, schnell eingenommen zwischen zwei Unterrichtseinheiten. Was wir brauchen ist, dass es als eigene Zeitphase rhythmisiert in einem Ganztag wahrgenommen wird. Wir denken außerdem, dass es, und das wird in der Debatte oft selbstverständlich anders angenommen, wir denken, dass es sehr, sehr wünschenswert wäre, wenn möglichst viele Lehrkräfte auch am Mittagessen mit den Schülerinnen und Schülern teilnehmen. Das wäre eine wichtige Vorbildfunktion, das wäre ein Mittagessen des Teams Schule, das viel beitragen könnte auch zu der Beziehungs- und Vertrauensebene zwischen den Lehrerinnen, Erzieherinnen und den Schülerinnen und Schülern. Ich glaube, das würde sehr viel über die Ernährungskompetenz hinaus und über die, wie gesagt, auch reine Nahrungsaufnahme hinaus Positives für die Schulen bewirken können. Ich glaube aber auch sogar so weit gehen zu dürfen, das in den gesamtgesellschaftlichen Kontext zu stellen. Denn es geht nicht nur, wie uns allen, glaube ich, mittlerweile, darüber freuen wir uns, um gesundes, ökologisches auch Mittagessen, sondern wir wissen alle, dass Fehlernährung vielfältige gesundheitliche Schäden nach sich ziehen kann. Und in Deutschland zählt bedauerlicherweise Übergewicht zu den größten Krankheitsrisiken für Kinder. Umgekehrt haben wir immer mehr Kinder, die mit Untergewicht in die Schule kommen, haben wir immer mehr Probleme mit magersüchtigen Kindern, schon bald nach dem Einschulungsalter. Darüber hinaus belegen sehr viele Studien, dass insbesondere Kinder aus sozial schwachen Familien und aus Kinder und Jugendliche aus Familien mit Migrationshintergrund häufiger von Fehlernährung betroffen sind als andere. Wir setzen uns als Bündnis 90 der Grünen deshalb für starke, wirklich starke, ernährungskompetente Kinder und Jugendliche ein, die sich weder von manipulativen Werbebotschaften noch von falschen Schönheitsmodellen, Schönheitsidealen von dürren Models vorgelebt irritieren lassen. Wir wollen starke Jugendliche, die sich wohlfühlen können und wohlfühlen in ihrem Körper, auch wenn sie kein dürres Model je werden können. Wir denken deshalb auch, dass diese Themen mitnichten nach der Grundschule erledigt sind. Und möchten, dass wir die Differenzen interfraktionell noch mal besprechen zum Thema Einbeziehung der Oberschulen. Auch wenn wir das vielleicht nur stufenweise schaffen, so glauben wir dennoch, dass es nicht angehen kann, dass wir immer so tun, als müssten wir uns um die Jugendlichen an der Stelle nicht mehr kümmern, mit der Ausrede, sie würden ja gar nicht am Mittagessen teilnehmen wollen. Und wenn wir bei den zu besprechenden Differenzen zwischen den Fraktionen sind, dann sind wir direkt beim Thema soziale Staffelung in den Elternbeiträgen.
Meine Damen und Herren, ich finde, es ist eine gute Stelle, um sich ganz herzlich bei den Eltern zu bedanken, die signalisiert haben, dass sie, wenn wir ein vernünftiges, ein transparentes System aufsetzen, in der Tat auch ein verwaltungstechnisch verschlanktes Verfahren aufsetzen, gerne bereit sind, das Prinzip zu tragen, dass starke Schultern mehr tragen als schwache. Das ist im Prinzip, das hat sich in unserer Gesellschaft auch bewährt, und das sollten wir auch hier kommen, zur Kollegin, Anwendung bitte. Bringen. Ja, ich sage nur noch einen Satz. Ich hätte noch ein paar mehr Differenzen, aber das können wir ja dann noch im Ausschuss debattieren. Wenn die Senatorin ernst meint, dass alles, was an den Mehrkosten geht, in die Lebensmittelkosten gehen soll, dann klingt es gut, aber damit zementiert sie teilweise unhaltbare Arbeitsbedingungen bei den Caterern, und auch darüber werden wir debattieren müssen. Vielen Dank.